Die französische Werft Janot bietet aktuell drei Modellreihen von Kajütbooten an. Velasco, NC und Lieder. Zu letzteren zählt unser Testboot, die Lieder 30. Es ist das kleinste aus der Serie. Das fast 10 Meter lange Kajütboot mit 300 PS Diesel-Inboarder zeigt sich in unserem Test von der sportlichen und komfortablen Seite. In unserem GPS lockt sich eine Höchstgeschwindigkeit von gut 31 Knoten ein. Unseren Messwerten zufolge fährt das Testboot bei 3000 Umdrehungen die Minute und einem Tempo von 24 Knoten am wirtschaftlichsten. Eine Tankfüllung reicht dann theoretisch für einen Aktionsradius von 154 Seemeilen plus 15% Reserve. Unsere Mindestreichweitenanforderung ist damit erfüllt. Der Fahrer sitzt auf einem ordentlichen und verstellbaren Stuhl am übersichtlich aufgebauten Fahrstand. Die Reflexionen in der Windschutzscheibe stören allerdings. Außerdem ist sie uns ein bisschen zu niedrig. Der Rahmen liegt in Gleitfahrt leider genau auf Augenhöhe. Für ein Boot dieser Kategorie verfügt die Lieder über ein verblüffend großes Raumangebot. Das Cockpit glänzt mit seiner trickreichen Sitzbank. Durch Umklappen der Rückenlehnen hinten lässt sich daraus eine große Sonnenliege machen. Die Liegen auf dem Vordeck, die mit wenigen Handgriffen in Sitzliegen umgewandelt werden können, wenn man das entsprechende Zubehör hinzugekauft hat, soll hier ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Auf dem zur Verfügung stehenden Platz hat die Werft zwei ansehnlich getrennte Kabinen mit Schlafplätzen für vier Erwachsene geschaffen. Diese verteilen sich auf die Kabine unterm Cockpit und dem Salon vorn. Eine automatische Feuerlöschanlage sowie eine elektrische plus eine manuelle Lenzpumpe im Motorraum gehören zum Standard. Ein Wasseralarm im Dieselvorfilter dagegen unsinnigerweise nicht. Hinzu kommt noch ein akzeptabel dimensioniertes Bad mit WC und insgesamt angenehmen Stehhöhen. Unser Fazit? Janot hat mit der Lieder 30 fast eine eierlegende Wollmilchsau geschaffen. Für ein solches Platzangebot benötigen andere meist mehr Rumpflänge. Die Fahreigenschaften sind ebenfalls erstklassig, auch wenn man Gas geben muss, um Sprit zu sparen. Ein nahezu perfektes Boot für Familien und Wassersportler, wenn die Werft das Verarbeitungs-Feintuning nicht aus den Augen verliert.